seht ihr mal wieder ein Review von mir, nämlich zum iPhone 11. Naja, fast. Eigentlich soll es um meine Apple Watch Serie 6 bzw. mein Fazit nach ungefähr einem halben Jahr gehen. Sie hat einen Blutsauerstoffsensor, EKG, aber nur einen Tag Akkulaufzeit. Das alles ist die Serie 6, aber wir fangen mal ganz ruhig an. Was nicht mehr beiliegt, ist ein Netzteil. Das heißt, das fehlt gegenüber der Apple Watch. Ist, dass wir jetzt hier kein Ladegerät mehr beigelegt haben. Zum Netzteil die perfekte Überleitung ist, denn Apple hat selbst beim Event, wo die Apple Watch vorgestellt wurde, gesagt, dass sie bewusst aus Umweltschutzgründen das beigelegte Netzteil einfach weglassen, weil... Was nicht dabei ist, ist der Netzteilstecker. Stopp! Ihr denkt bei der Verpackung als erstes an das fehlende USB-Netzteil? Ist kein Hate an euch, ist es auch nur überspitzt. Aber dass das USB-Netzteil nicht dabei ist, finde ich persönlich nicht schlimm, denn ein normales USB-A-Netzteil sollte eigentlich jeder daheim haben. Was aber mit dem Laden zu tun hat und mich persönlich auch negativ beschäftigt, ist die Akkulaufzeit. Da komme ich aber etwas später nochmal zu. Außerdem könnte ich mich auch noch über die Ladedauer von ca. 2,5 Stunden aufregen, mache ich aber nicht und ich sage euch gleich auch warum. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Denn ich habe ein Ziel für 2021, nämlich 100 Abonnenten zu schaffen. Wenn ihr den Content feiert und mich unterstützen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und jetzt geht's auch schon weiter. Wieder zur Akkulaufzeit. Denn ich hatte schon Watches wie eine Galaxy Watch in 46 mm, die hat bei gleicher Nutzung ca. 3 bis 4 Tage gehalten und ich musste sie nicht jeden Abend laden, wie es jetzt bei der Apple Watch der Fall ist. Ich sage euch jetzt aber auch mal, warum die Akkulaufzeit von nur einem Tag für mich kein K.O.-Kriterium ist. Denn ich lade sie einfach abends zusammen mit meinem iPhone auf, dann hat sie ca. 30-40%, ich lade sie dann auf 80-90% hoch, das dauert dann eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann kann ich sie die Nacht nutzen und den Tag wieder darauf. Deswegen kein K.O.-Kriterium für mich. Wir schauen jetzt mal nicht auf die Dinge, die negativ für die Serie 6 sind, sondern die exklusiven Features, die für die Serie 6 sprechen sollten. Es gibt nämlich drei exklusive Features, die deutlich für die Uhr sprechen sollten. Die Blutsauerstoffmessung, das hellere Always-On-Display und der neue Prozessor. Die Blutsauerstoffmessung habe ich vor allen Dingen am Anfang wirklich fast täglich benutzt. Allerdings hat die Nutzung dann ziemlich nachgelassen. Die Uhr misst zwar im Hintergrund, aber ich schaue mir die Werte eher selten an. Außerdem, wenn ich mir die Werte anschaue, steht da einfach nur ein Wert von 0 bis 100. Heißt 95, 96, 97, 98%. Mir sagt die Uhr aber nicht direkt, ist das ein guter Wert, ist das ein schlechter Wert, weil sie es einfach nicht darf, weil sie nicht für medizinische Zwecke genutzt werden darf. Das heißt, dieses Feature am Anfang echt nice, immer noch nicht schlecht, aber kein Must-Have. Das zweite Feature ist das hellere Always-On-Display. Hierzu zu mir zu wissen, ich bin von der Serie 4 auf die Serie 6 gewechselt. Somit hatte ich vorher noch gar kein Always-On-Display. Ich kann aber sagen, dass das Always-On-Display einfach ein geiles Feature ist, was ich persönlich nicht mehr missen will. Der neue Prozessor soll 20% schneller sein als der Vorgänger. Ich kann einfach nur sagen, dass die Uhr rennt. Das hat aber ehrlich gesagt schon die Serie 4 getan. Also für die Zukunftssicherheit wahrscheinlich nice, aber Stand jetzt mehr Power als man bräuchte. Also wir müssen über die Performance nicht reden, weil die ist top. Aber jetzt mal von den neuen Features zu den Sachen, die ich tatsächlich mit der Uhr mache. Ich kriege Nachrichten, gucke über die Uhr, ob die Nachricht wichtig war oder ob ich mein Handy in der Tasche lassen kann. Außerdem trackt die Uhr jede Nacht meinen Schlaf. Dafür nutze ich nicht die Apple-Variante, sondern die App Autosleep, da die Auswertung der Daten mir hier einfach besser gefällt. Zwischendurch frage ich auch noch Siri, steuere meine Musik oder gehe mit der Uhr laufen. Das alles konnte aber auch schon die Serie 4. Eine Sache allerdings nicht. Und das ist die ganze Zeit die Uhrzeit anzeigen. Das ist exklusiv ab Serie 5 mit dem Always-On-Display gekommen. Aber jetzt mal von meiner persönlichen Nutzung wiederum zum Fazit nach einem halben Jahr. Ich bereue den Kauf definitiv nicht und bin immer noch sehr, sehr glücklich mit der Uhr. Und das hat im Grunde genommen einen großen Grund. Und das ist das Always-On-Display. Denn das hatte ich vorher nicht und das will ich definitiv nicht mehr missen. Klingt wie eine Kleinigkeit, aber bei mir sollte die Uhr halt auch die ganze Zeit die Uhrzeit anzeigen. Und das ist wirklich nur so möglich. Und egal wie ich drauf gucke, ich sehe immer die Uhrzeit und weiß im Vergleich zur Serie 5 sogar noch heller geworden ist, sogar auch draußen. Das zweite große exklusive Feature ist die Blutsauerstoffmessung. Wie ich schon gesagt habe, am Anfang sehr viel genutzt, am Ende eher weniger. Für mich heißt das, Blutsauerstoffmessung könnte weg sein, wenn die Akkulaufzeit größer wird. Denn die Akkulaufzeit ist immer noch das, was mich am meisten stört.
Wer eine Serie 5 hat, müsste jetzt nicht unbedingt auf die Serie 6 warten, denn die 5er hat ja schon Always-on-Display. Da würde ich eher auf die Serie 7 hoffen. Hoffen tue ich auch, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das der Fall war, lasst doch gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!